Der Klimawandel, der unseren Lebensraum spürbar verändert und gleichzeitig vom Menschen selbst angetrieben wurde. Werden wir die nötigen Dinge ändern und uns anpassen können, bevor es zu spät ist? Ein politischer Ruck nach rechts. Wahlergebnis nur aus Protest oder doch aus Überzeugung? Dazu die Frage, ob die dickste Schlagzeile auch den größten Wahrheitsgehalt hat. Aber wem kann man denn nur noch Glauben schenken? Massive Unruhen, Hunger und Krieg in europanahen Gebieten, sodass unzählige Menschen auf der Flucht vor unsäglichem Leid sind. Diese Menschen suchen ein neues Zuhause. Wie das geschafft werden soll, führt aktueller denn je zu Diskussionen in Politik und Gesellschaft. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine sowie der kürzlich eskalierte Konflikt in und um Israel. Brodeln noch mehr Konflikte auf der Welt vor sich hin und drohen ähnlich zu eskalieren? Müssen wir uns Sorgen um Terror machen? Dazu die Ungewissheit, ob auch wir aktiv in einem Krieg beteiligt sein könnten. Auch ist das Leben unmittelbar nach einer Pandemie und nach den Lockdowns keineswegs immer leicht, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Hinzu kommen steigende Energiepreise, das Wohnen wird teurer, Lebensmittel, künftiger Arbeitsmarkt und, und. Es scheint fast so, als könnte die Welt ins Wanken geraten. Und auch Studien zeigen immer mehr, wie sehr uns die aktuellen Nachrichten belasten. Das negative Gefühl, wie manche Dinge auf der Welt zurzeit laufen, dass man sich etwas anderes wünscht und für all diese Dinge wenig kann, aber doch irgendwo von betroffen ist. Wenn dich Nachrichten verunsichern oder dir gar Angst machen, du Fragen hast und nach Antworten suchst, oder auch abseits der Geschehnisse auf der Welt Sorgen, Probleme oder Ängste hast, gibt es einige Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst. Oft hilft es, über Gedanken und Gefühle einfach nur zu sprechen. Ganz egal, ob dies mögliche Veränderungen in unserem alltäglichen Leben bezüglich des Klimawandels sind, ganz egal, ob es um Probleme in der Schule oder mit den Eltern geht. Viele junge Menschen fühlen sich in einer Welt, in der einiges aus dem Ruder zu laufen scheint. Wichtig ist, darüber zu reden. Wir verlinken dir einige Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche, an die du dich bei Problemen, Sorgen und Ängsten wenden kannst. Dort findest du Beraterinnen und Berater, die sich anonym und kostenlos um dein Anliegen kümmern. Denn niemand sollte mit Problemen allein gelassen werden.